Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute darüber sprechen, wie du schaffen kannst, eine Kundenbeziehung aufzubauen mit deinen Kunden. Ja, was da so für Tipps und Tricks gibt, erfährst du gleich im Video. Lass uns gerne schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist ja immer noch Nico Becker. Ich bin hier bei der A&M für das Thema Kundenbetreuung zuständig und ich bekomme immer mit bei uns in den Gesprächen, also die ich regelmäßig mit unseren Partnern führe, dass es immer so ein bisschen mit den Kunden so ein Set it und forget it ist. Das heißt, man schießt den Kunden einmal ab, danach passiert nichts mehr. Man macht sich einfach das Leben schwer für alles, was es vielleicht noch an Folgegeschäft gibt. Und ich will dir heute mal so ein paar Tipps an die Hand geben, Tricks oder Strategien vielleicht auch, mit denen du es einfach schaffen kannst, den Kunden in Anführungsstrichen bei Laune zu halten und ihn einfach so ein bisschen ja, zum Fan von dir zu machen, weil das sind letzten Endes ja, Menschen, die bei dir nochmal kaufen und die dich vor allem auch viel eher empfehlen. Das ist nämlich die erste Sache, die ich hier mitgeben möchte, weil ich bekomme dann immer von unseren Kunden sozusagen als Feedback, ja, okay, Nico, ich verkaufe meine Küchen, was soll ich dem Kunden nochmal verkaufen? Also er kauft nicht nach 2 Jahren nochmal eine Küche. Ist richtig, aber er empfiehlt dich auch nicht mehr weiter. Das heißt, du kannst davon ausgehen, du kannst deinen Empfehlungsumsatz einfach sehr, sehr stark steigern, wenn du halt eine vernünftige Kundenbeziehung einfach aufbaust. So, und die erste Sache, die ich dir da mitgeben möchte, die viele von unseren Partnern auch schon umsetzen, wir bei der A&M natürlich auch, ist regelmäßiger Kontakt, vielleicht in Form von irgendwelchen kleinen Präsenten. So. Was kann das bedeuten? Du musst den Kunden natürlich nicht immer anrufen oder sowas, aber wir zum Beispiel bei der A&M haben jetzt zu Ostern vor 3 Wochen, also wir haben jetzt Ende April, haben wir Blumensträuße verschickt. Ja, ganz einfaches Thema, ist nicht teuer, geht schnell, kann man alles über eine Dienstleister abwickeln. Jeder Kunde hat einen Blumenstrauß bekommen, viele Kunden haben sich bedankt, alle haben sich natürlich irgendwo gefreut und wir haben diese Kundenbeziehung nochmal ein Stück weiter gehoben. Und das kannst du theoretisch mit allen möglichen Sachen machen. Das können Sachen sein, die zu deinem Produkt passen, vielleicht Reinigungssets für eine Küche oder meinetwegen irgendwelche Geschirrsets, was auch immer. Also Punkt Nummer 1, du kannst und solltest regelmäßig Kontakt mit deinen Kunden aufbauen. Das kann auch manchmal nur ein nett gemeinter Brief sein oder ein Brief mit neuen Tipps oder sowas. Wenn wir jetzt beim Thema Küche bleiben, wenn es vielleicht neue Trends im Bereich Küchen gibt oder im Bereich Kochen oder in der Art und Weise, wie man seine Küche eben nutzen kann, dann kannst du so einen kleinen Brief fertig machen, so einen Report, schickst den per Post am besten raus, kommt ein bisschen persönlicher an, sondern hast du direkt einen neuen Kontaktpunkt letzten Endes mit deinem Kunden. Die zweite Sache, die ich mitgeben möchte, ist das Thema Events. Ja, du kannst tatsächlich für deine Kunden, für deine Bestandskunden Events veranstalten. Wie kann sowas jetzt aussehen? Das können Tage der offenen Tür sein, das können Hausmessen sein, das können alle möglichen Sachen sein. Versuch einfach die Person einen Tag bei dir ins Studio zu holen. So, da musst du auch gar nicht so viel von erwarten. Du kannst ein kleines Catering machen vielleicht. Du kannst vielleicht auch dafür sorgen, einfach sowas wie eine kleine Feieratmosphäre zu haben. Einfach so eine kleine Filmfeier vielleicht mal zu machen und deine Bestandskunden da einzuladen. So, der Kunde hat einen schönen Tag. Letzten Endes kostet dich das Ganze, weiß ich nicht, x Euro sagen wir jetzt mal. Hängt natürlich davon ab, was du machst am Ende des Tages. Aber es ist auch hier für deine Kunden wieder mal was anderes. Also ich meine, offen und ehrlich gesprochen, wie viele Küchenstudios kennst du oder Terrassendachhändler oder wie auch immer, die sowas aktiv machen? Ich persönlich nur eine Handvoll, obwohl das die meisten unserer Kunden sind, die in dem Bereich tätig sind. Aber es ist wirklich eine Sache, die fast keiner macht. Und du musst dir immer wieder vorstellen, was löst das in den Kunden aus? Nicht alle werden kommen, nicht alle Kunden springen darauf an, aber ein Teil deiner Kunden wird es machen, definitiv. Und auch hier hast du wieder letzten Endes einen Punkt geschaffen, um einfach die Kundenerfahrung schöner zu machen. Wenn ein Kunde bei dir vor einem halben Jahr eine Küche gekauft hat, ein halbes Jahr später kommt er, wie gesagt, zu diesem Event und dann hat er vielleicht irgendwelche Leute in seinem Freundeskreis, die ihn nach einer Küche fragen. Was denkst du, was sie für eine Antwort geben werden? So, natürlich werden sie dich an der Stelle weiterempfehlen. Das heißt, wahrscheinlich mit einer Empfehlung, die du abschließen kannst, hast du die Kosten von so einem Event schon wieder raus. Die dritte Sache, die ich dir mitgeben möchte, ist, ich nenne jetzt mal in Anführungsstrichen, eingebaute Fehler. Was meine ich damit? Ist jetzt eigentlich nur entstanden aus einem jüngsten Beispiel, was ich von einem Kunden von uns bekommen habe. Und zwar ist es da ganz spannend, auch wieder im Bereich Küchen. Es ist nämlich so, bei der Montage, unser Partner vergisst immer irgendwelche Sachen absichtlich. Das heißt, die Monteure kommen zur Baustelle, bauen die Küche fertig auf, aber an irgendeinem Schrank wird der Griff vergessen. So, die Küche ist fertig, die Monteure rücken quasi ab. Natürlich kommt dann 1-2 Tage später der Anruf von dem Kunden, hey, hier fehlt irgendwie noch ein Griff an der Schublade. Das hatten wir anders geplant. So, das heißt, der Kunde ist erstmal so ein bisschen, nicht schlecht gelaunt natürlich, aber er ist so ein bisschen, hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Und was dann passiert, und das musst du natürlich einplanen, beziehungsweise gucken, wie es für dich letzten Endes umsetzbar ist. Der Chef sagt, ja, alles klar, kann ich verstehen, passen Sie auf, ich will nicht, dass Sie lange warten, ich fahre direkt persönlich raus. So, das heißt, der Chef, unser Partner in dem Falle, der Inhaber von dem Unternehmen, fährt zum Kunden, baut diesen Griff selber an, bringt vielleicht noch eine Flasche Wein und sagt, hier,
Das ist quasi unser Serviceversprechen. Hier kriegen Sie eine Flasche Wein als Entschuldigung und das Thema ist durch. Wie gesagt, kommt ein bisschen auf den Kunden an. Wenn du da eine halbe Stunde hin und zurück fahren musst, macht vielleicht wenig Sinn. Aber wenn du vielleicht solche Kunden hast, die jetzt bei dir in der Nähe sind oder wenn gerade die Kapazität dafür da ist, setz gerne solche Sachen um. Ja, solche Tricks letzten Endes kann man auf jeden Fall sich zunutze machen, um sich ein bisschen auch von der Konkurrenz abzuheben. So, und wenn du eins von diesen drei Dingen machst oder am besten sogar alle drei Dinge, dann garantiere ich dir, werden sich die Kunden besser an dich erinnern, sie werden sich besser an dich gewöhnen, sie werden dich einfach im Kopf haben. So, und du kannst vielleicht auch mal für dich die Tests machen, wenn dich jemand fragt, hey, meinetwegen, ich will mir ein neues Auto kaufen. Was würdest du mir empfehlen? Hast du immer eine Marke im Kopf? So, und diesen Prozess, das passiert unterbewusst, kommt natürlich durch ganz, ganz viel Werbung, durch ganz, ganz viel Sichtbarkeit, aber eben auch durch eine gute Kundenbeziehung. So, weil klar ist, ein Kunde, der bei dir einmal eine gute Entscheidung getroffen hat, für sich zumindest, der wird dich am Ende des Tages auch weiterempfehlen. Der wird auch wollen, dass seine Freunde, Bekannte, wie auch immer, diese Erfahrung bei dir haben. Und das kannst du einfach extrem verstärken, indem du sagst, okay, ich habe den Kunden abgeschlossen, jetzt ist aber noch nicht das Ende erreicht, sondern ich kümmere mich darum, einfach eine vernünftige Kundenbeziehung aufzubauen. Genau, das sind so die drei wertvollsten Tipps, die ich hier mitgeben möchte. Wenn du Fragen dazu hast, kommst du natürlich gerne auf uns zu. Kannst unsere Website besuchen, kannst dir auch ein kostenloses Erstgespräch bei uns buchen, dann beraten wir dich in den Punkten. Ansonsten kann ich dir natürlich empfehlen, die nächsten Videos hier auf jeden Fall anzuschauen und wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag. Bis dahin.